Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir befinden uns immer noch am Mojave Outpost. Und der gute Mann hier hat gerade Hallo zu Major Knight gesagt und genau das gleiche werden wir jetzt auch tun. Hallo. Karawane, Bürger, Pilger oder... Einwanderer. Ohne Papiere. Nee. was? Ich trage das ins Logbuch ein, überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten, auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen, falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Gut, ich würde gerne mal fragen, wie ich denn helfen kann. Hilfe? Nun ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Gut, das kann ich mir schon vorstellen. Aber naja, gut, dann quatschen wir vielleicht mal über die Prim. Oder über Prim allgemein, nicht über die Prim. Prim? Hayes-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Gut, Hayes hat zu wenige Leute und bittet um zusätzliche Unterstützung, lieber Major. Ich würde ja helfen, aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Befehle aus dem Westen. Na, falschen 20, ob wir das hinkriegen, ich weiß es nicht. Wäre Prim und die Handelsroute unter RNK-Kontrolle wäre dem Westen geholfen? Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Sehr gut, das hat sogar geklappt. Ich glaube, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es rot gewesen, also rot eingezeichnet. Deshalb sehr gut, sehr gut. Und jetzt aber mal so ganz nebenbei, wer sind Sie eigentlich, junger Mann? Ich bin Knight, Major Knight. Seit Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Gut, klingt irgendwie langweilig. Ist gar nicht so schlimm. Falls Caesars Legion über Nipton nach Westen vorrückt, dann liegt der Mojave Outpost hier direkt an der Front. Nun denn. Gut, wir können mal reparieren. Ich glaube, wir haben aber nicht genug Geld. Alles klar. Gut, wir unterschreiben natürlich und... Ja, wir haben 109. Das ist, ja, gut, und alles reparieren würde 5000 kosten. Okay, gut, das ist ein bisschen zu viel. Aber, Sir? Jawohl, wir machen das dann, wenn schon, selbst. Wir haben ja von dem Jackson, hieß der, glaube ich, haben wir ja einen Auftrag bekommen. Beziehungsweise von Ranger Ghost haben wir auch einen Auftrag bekommen. Also wir sind nicht ganz auftragslos hier unterwegs im Moment. Jetzt warten wir diesen Ladebildschirm ab. Hallöchen. Und dann schauen wir uns das nochmal kurz an, was wir denn jetzt alles tun sollen. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir haben, ich will einen Sheriff als Mann. Major Knight hat zusätzliche Truppen. Wir wollen mal mit Hayes über den RNK-Schutz reden. So, wir haben hier noch die Möglichkeit, einen neuen Sheriff für Brim. Er schlug einen Jack-Sheriff aus der RNK vor. Und die RNK, gut. Dann würde ich mal sagen, wir reisen jetzt mal zurück nach, warte, das war falsch, nach Prim. Das ist hier. Dann quatschen wir mit Hayes mal über die Situation, dass der Knight ein paar Truppen entsendet. Und anschließend schauen wir dann nochmal, was wir noch für Aufträge haben. Aber ich würde den hier ganz gerne halt erstmal... Nein, nicht abschließen, aber soweit erstmal fertig machen. Guck mal, da oben waren wir gerade. Da, und jetzt sind wir hier. Started from the bottom, now we're here. Oder wie hieß das? Das Lied. Ich kenne mich jetzt mit Rap nicht so aus. Was ist denn da an meiner Maus schon wieder so am Kratzen, sag mal? Was ist das denn? Hör mal auf damit, bitte. So, jetzt geht's wieder. Hier mit meinem Diablo Reaper of Souls Mauspad. Voll der Nerd. So. Ja, dann quatschen wir mit dem guten Mann mal. Mal gucken, vielleicht sagt er ja jetzt, gut, wir übernehmen den Sheriff-Posten hier in Prim. Das wäre natürlich wunderbar. So, Hallöchen. Hi. Ja? Ja. Ich habe zusätzliche Truppen für Prim organisiert. Ja, davon habe ich gerade gehört. Ein Trupp Ranger ist in Bereitschaft. Sergeant McGee wird die Rolle des Sheriffs übernehmen. Die Ranger, die seiner Hilfs-Sheriffs. Diese Stadt wird RNK-Gebiet. Sehr schön. Das bedeutet, dass die Einwohner geschützt werden, aber sich auch als RNK-Bürger registrieren und entsprechende Steuern entrichten müssen. Ja, sagen Sie den Truppen, sie sollen zum Schutz von Prim kommen. Verstanden. Ich übermittle das jetzt. Yeah! Und wir kriegen 330 Erfahrungspunkte. Sind, glaube ich, ein Level hoch. Kann das sein?
Wir haben die Aufgabe, ich will einen Mann als Sheriff, abgeschlossen. Ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja Wunderbärchen, ist das ja. Das ist ja, also ich bin ja, also ne? Da haben wir super hingekriegt, glaube ich. Endlich mal eine Aufgabe, die wir überlebt haben und die wir auch geschafft haben. So, da sind sie lang. Über Nipton nach Norwalk reisen. Das ist, glaube ich, die Hauptmission, ne? Ja. Dann hätten wir hier noch das Rathaus von Nipton für Ranger Ghost auskundschaften und die Monster am Ivanpa Trockensee beseitigen. Ich glaube, meine Freunde, ich glaube, das ist eine Mission, die uns quasi ins Gesicht geschrieben steht. Dazu müssen wir mal zurück zum Mojave Outpost Baracke. Oh, guck mal, wie süß dieses kleine Männchen da. Oh. So. Und dann geht's wo lang? Einfach die Straße wieder runter oder was? Ach, da unten ist das schon. Na, okay, dann folgen wir. Los geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, das sagt meine Mutter auch immer. Das ist da unten irgendwo. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn für eine Knarre? Wir haben einmal diese hier. Und dann haben wir noch... Was haben wir denn noch? Warte, was haben wir denn noch? Kleinkalibergewehr mit 78 Schuss. Die 9mm ist fast leer. Die beiden sind schon leer. Das ist einfach ein Traum. Dann müssen wir wohl oder übel diese Waffe behalten. Und ich glaube, wir laufen ein bisschen schneller, wenn wir die Waffe wegstecken. Es ist natürlich... Ich speichere mal kurz. Ist natürlich die Frage, wo ist dieser Trockensee? Der wird da unten wahrscheinlich irgendwo sein, ne? Ich schätze mal hier. Und ich hoffe nicht, dass mit diesen Monstern die Riesenskorpione gemeint sind, die uns ja vor... Oh, die Musik. Die uns ja vor zwei Folgen schon ordentlich eingeheizt haben. Ich hoffe, die sind damit nicht gemeint. Sonst muss ich leider kotzen. Tut mir sehr leid. Bäh. So. Ist das schon hier? Ja, ich glaube schon. Was zur Hölle? Riesenarbeiter, Ameise, willst du mich verarschen? Das schaffen wir doch niemals. Hallo. Was? Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum? Alter, da hinten sind Riesenameisen. Du kommst mir hier einfach so angelatscht und willst von mir irgendwas. Was willst du bitte von mir? Warum verfolgst du mich? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da gefunden haben. Ich würde sagen, Kronkorken mit blauem Stern. Oder was ist so besonders an diesem Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Ach ja, und wo kann ich diese Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind. Aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. So, und wer ist dieser gute Festus? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsamer Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. So, und Sie sammeln also auch diese Kronkorken, haben gerade welche in der Tasche und ich würde sie theoretisch gesehen bekommen, wenn ich jetzt das Hirn wegblase, ja? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Und von was für einem Schatz reden wir hier genau? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles und das reicht, um die Leute zu motivieren. Ja, dann danke für die Info, lieber Malcolm, und ich gehe jetzt aber mal, ne? Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks.
Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Vorsicht! Das wird er mit uns nicht tun. Nein! Hilfst du mir? Hilfst du mir? Malcolm, hilfst du mir? Oh, ist die groß. Oh, ist die groß. Nein, 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 nein. Geh weg! Geh doch weg! Boah. Alter. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Hallo? Stufenaufstieg? Hallo? Wahrscheinlich nicht im Kampf. Aber hey, wir haben die Riesenameise getötet. Unfassbar. Ich hoffe, das war die einzige. So, da hinten kommt doch die... Natürlich war das nicht die einzige. Alter, was kommt da denn angerannt? Hilfe! Warte mal. Splittermine, hey. Eigentlich eine Idee. So, warte, wir brauchen unsere Waffe wieder. Was hat man denn? Kleinkalibergewehr, hier. Hilfe, Hilfe. Nein. Geh weg. So, die Dame unten aber auch. Hallo? Wieso hält das kleine Mist wieder mehr aus als die anderen, hä? So. Ameisennektar, Ameisenfleisch, immer her damit, Fleisch. Ja. So, pass mal auf, am Ende waren das gar nicht die Viecher, die wir töten müssen. Doch, müsste aber hinkommen, das müssten die eigentlich sein. Boah. Weiß gar nicht, warum ich mir so in die Hose scheiß vor den Viechern. Vielleicht, weil sie so groß sind. Große Ameisen. Meine Gebrüder. Hilfe! Alter. Also. So, nachladen und dann... Hopp. Hopp. Hilfe! So. Stufenaufstieg. Willkommen auf Stufe 5, Soldat. So, Stufe 5. Was machen wir denn? Also, Medizin will ich auf jeden Fall auf 50 haben. Dann, was brauchen wir noch? Sprache ist eigentlich auch nie verkehrt. Wissenschaft können wir auch mal auf 30 machen. Und was ist Überleben nochmal? Die Fertigkeit Überleben erhöht die Trefferpunkte, die sie durch Essen und Trinken erhalten. Außerdem ermöglicht die Herstellung von verbrauchten Eier. So. Sehr schön. Keine Fertigkeiten? Hä? Durften wir diesmal keine Fertigkeitenpunkte verteilen? Das wundert mich aber. Naja. So, eine Ameise haben wir hier wohl noch. Das ist wahrscheinlich der junge Mann da hinten. Hallo. Hey, du. Hey. Hallo. Ist das, was ich schon immer mal machen wollte? Warte. En garde! Alter. Stumpf das halt einfach aussah. Gemein. So, stell dir mal vor, du gehst raus und haust eine Zeitlupe einer Ameise mit einem Hackerbeilblatt. Wunderbar. Naja, gut. Ich würde sagen, wir reisen gerade mal per Schnellreise zurück. Weil den Weg nach da oben, den kennen wir jetzt mittlerweile. Da müssen wir jetzt nicht extra hinlaufen. Oh, guck mal. Deine Mutter. Hi. So, dann quatschen wir mal mit Jackson. Wir haben ja unsere Aufgabe erfüllt. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. War ja jetzt nicht unbedingt mega die Herausforderung. Aber... Vielleicht hat er ja noch eine Aufgabe für uns. Vielleicht gibt es ja noch mehr Monster, die beseitigt werden müssen. Das ist ein Soldat. Lieber Ranger Jackson, da bist du. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie. Aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Wie wäre es mit ein bisschen Belohnung? Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden. Und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten.
Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Ein Dienstgewehr, Alter, panzerbrechende Munition, Karawanenspeise, Reparatursatz, 100 Kronkorken. Kampflos geben wir nicht auf. Ja, das ist doch Belohnung genug, Alter, was ist denn los mit dir? Unfassbar. Naja, wo ist denn das Dienstgewehr? Joa. Kann sich die Legion verlassen. Ja, doch. Also danke, Ranger Jackson. Ich bin damit vollstens zufrieden. So, dann würde ich sagen, chillen wir mal ein paar Stunden. Weil ihr wisst ja, es ist wieder dunkel und ich mag die Dunkelheit in Fallout nicht. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt ist es aber immer noch dunkel. Wobei, Alter, warte mal, das sieht ja voll geil aus. Alter, Hilfe. Guck mal da vorne. Das sieht ja voll nice aus. Das sieht richtig schön aus. Ich mag das. In Dunkelheit ist geil. So. Gut, es wird wieder hell. Wir können abbrechen. Es sieht echt schön aus. Und dieses Morgenrot auch. Ich mag das. So, jetzt gucken wir mal. Was machen wir denn als nächstes? Das Rathaus von Nipton untersuchen. Und wir müssen ja sowieso über Nipton. Also gehen wir nach Nipton. Da gönnen wir uns einen Nipton-Eistee. Den hatte ich schon mal gebracht, ne? So, das ist da drüben. Ist also quasi die Straße runter und dann rechts. Nun denn. Auf geht's. Ah, das sind die Scheinwerfer. Ich wollte schon gucken, ob das eine Kiste oder sowas ist. Also verzweifelt sind wir schon. Wir suchen sogar schon Scheinwerfer. Unglaublich. Oh, was haben wir denn hier? Kisten? Oh, ein Werkzeugkasten. Guck mal. Was her damit? Alles mein. So, da bewegen wir uns also weiter Richtung Nipton. Und wir müssen ja nach Novak. Da soll sich ja angeblich unser Fastenmörder befinden. Wir hatten ja diese Nahtoderfahrung. Oder beziehungsweise wir waren eigentlich schon tot, aber dann kam ja der Roboter Victor und hat uns geholfen. Und ich hoffe einfach mal, dass das, was in den Kommentaren geschrieben wurde, sich nicht bewahrheitet und Victor einfach neu spawnt oder sowas. Weil den haben wir ja tot aufgefunden gehabt in Good Springs da oben am Friedhof. Da lag der rum, so tot halt. Und ich hoffe einfach mal, dass er nicht tot ist und beziehungsweise wenn er tot ist, dass er irgendwie wieder respawnt oder irgendwie sowas. Und wir nicht irgendwie das Spiel wieder abbrechen müssen wegen irgendeiner Scheiße. Das wäre extrem ungeil. Und diese Musik. Und diese Riesenskorpione dort hinten. Wir werden sie nicht besiegen können, Freunde. Sie sind zu stark für unser Eins. Oh, was? Wo denn? Wo denn? Der hier? Ja, warte, dann nehme ich aber nicht das Gewehr. Hier. So, ein bisschen weiter hier reingehen. Ich habe Angst. Hi. Was die halt auch für eine Mega-Range haben, ne? Ist krass. Hallo. Stehen geblieben. Du Unhold. So. Eine Giftdrüse. Was haben wir hier? Eine Giftdrüse, das finde ich gut. So, wir müssen sowieso hier lang. Also wir müssen gar nicht nach da hinten, das finde ich gut. Boah, auch wenn das Wetter hier extrem schlecht ist. Ein Sandsturm mitten in der Mojave-Wüste. Unfassbar. Das abgestürzte Flugzeugwrack da. Wrack. Jacques Chirac Wrack. Hätte ich gerne noch untersucht, aber das machen wir dann. Einfach, wenn wir da langlaufen, müssen wir auf jeden Fall bestimmt noch lang. Also von daher, easy going. Oh. Alter, auf uns wird geschossen. Wir sind mitten im Kampf. Was ist denn hier los? Und ob wir diesen Kampf überleben werden und ob wir Nipton erreichen werden. Meine Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 3. Bis dahin. Alter Schwede, was bist du denn für eine Arschgeburt, bitte? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Cut? Das ist ja mega unfair. Da sind wir gerade an der Autowerkstatt Nipton Road angekommen, sind mitten in einem Fight. Und dann beendet er die Folge. Ist ja unglaublich. Also wenn ich du wäre, ne?
Ich würde deabonnieren und würde dem seinen Kanal nie wieder mit dem Arsch angucken. Ganz ehrlich, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, irgendwie so halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, schon morgen geht's ja weiter mit Fallout New Vegas. Und dann werden wir diesen Kampf gegen diese elenden Banditen bestreiten und hoffentlich auch erfolgreich sein. Aber immerhin haben wir jetzt ein Dienstgewehr und 100 Kronkorken in der Tasche. Bis zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen.